Naja, um sich die wachsende Bedeutung des Interim-Management überhaupt mal bewusst zu machen, muss man wissen, dass es 2030 24% weniger Personal gibt, als es Stellen gibt. Im Jahr 2035 wird es mehr Freelancer geben, also Selbstständige, Freiberufler, als Angestellte. Das ist eine Revolution im Arbeitsmarkt. So, was macht man, wenn die Arbeitskräfte knapp sind? Man treibt die Effizienzen und die Prozesse. Das heißt, ich digitalisiere, ich automatisiere, ich optimiere Prozesse und ich treibe ganz allgemein die Effizienz und die Effektivität, um einerseits existierende personelle Ressourcen zu entlasten, sodass die sich auf Kernkompetenzen besinnen können und nicht Dinge machen müssen, die ihnen irgendein Gerät oder ein System abnehmen kann. Und ich versuche natürlich durch solche Umstellungen, durch solche Transformationen von vornherein Personal zu sparen, nicht indem ich Personal freisetze, sondern Personal spare, das ich ohnehin gar nicht erst rekrutieren kann, weil es am Arbeitsmarkt nicht verfügbar ist. Ich muss aber auch als Arbeitgeber neue und attraktive Beschäftigungsmodelle anbieten. Also das traditionelle 9-to-5 ist definitiv out. So, das erfordert aber natürlich seitens der Unternehmen schon einen enormen Transformationsbedarf. Denn solche technologischen und auch arbeitskulturellen Änderungen, die schafft man natürlich nicht auf Knopfdruck. Naja, wann muss man damit beginnen? Immer jetzt. Ja, warum? Weil diese Unterdeckung von 24%, fast 25%, also fast eines Viertels des Personals, das fehlt, der kommt ja nicht am 31.12.2029 über Nacht und ist dann 2030 da. Das ist übrigens aus der Quelle des World Economic Forum und von McKinsey. Sondern der beginnt ja jetzt und steigert sich und die Kurve, die verschärft sich immer mehr. Also muss ich jetzt schon damit beginnen. Das muss jemand machen, der Erfahrung da drin hat, der das Know-how hat und der das idealerweise schon ein paar Mal gemacht hat. Aber den gibt's ja nicht innerhalb des Unternehmens, denn eine Firma hält sich ja nicht Transformationsmanager vor, die alle 5 Jahre eine solchen Projekt begleiten müssen und zwischenzeitlich nichts zu tun haben. Und genau deshalb gibt es Interim-Manager, denn eine solche Transformation ist ja ein typisches Projekt. Ja, was ist ein Projekt? Ein Projekt hat einen definitiven Startpunkt und einen definierten Endpunkt. Es hat ein definiertes Outcome und ist damit zeitlich begrenzt und damit brauche ich auch nur eine zeitlich begrenzte Ressource und zeitlich begrenztes Know-how. Und das bieten eben Interim-Manager. Ja. Erstens mal würde es wirtschaftlich keinen Sinn machen, mir permanent jemanden einzustellen, den ich nur für eine bestimmte Aufgabe brauche. Und zweitens würde ich so Leute auch gar nicht bekommen. Denn wer würde sich bewerben, eine Arbeitsstelle antreten in dem Bewusstsein, dass er nach vielleicht 12 Monaten, wenn das Projekt abgeschlossen ist, schon wieder redundant ist? Keiner. Es hat natürlich auch eine psychologische Komponente, außer einer wirtschaftlichen. Es müssen keine unangenehmen Trennungsgespräche geführt werden. Der Interim-Manager, der tritt an mit dem Ziel, sich selbst so schnell wie möglich überflüssig zu machen. So, und der wird auch nur für das bezahlt, was er leistet, nämlich nach Tagen. Der braucht kein Dienstfahrzeug, der braucht keine Spesen, der kriegt keine Krankheit bezahlt und keinen Urlaub, sondern nur die Tage, die er effektiv arbeitet. Welchen Mehrwert Interim-Manager bieten? Naja, wenn ich über einen Mehrwert spreche, muss ich erst einmal den, ich nenne es mal Standardwert kennen. Wenn ich jetzt 3 Kandidaten habe und die bieten mir alle das gleiche Know-how,
Dann frage ich natürlich jeden, warum soll ich gerade dich einstellen? Welchen Wert über den Standardwert, also dein Wissen und deine Arbeitsleistung hinaus, welchen Mehrwert bietest du mir? So, und da können Interimsmanager natürlich punkten, ja. Die beschleunigen ihr Business. Die bieten zeitnah ihre Arbeitskraft an. Die sind geografisch flexibel, die sind örtlich, zeitlich, geistig flexibel und natürlich auch kostentechnisch ein großer Vorteil. Sie optimieren Kosten, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen, weil sie genau wissen, wie. Und sie unterliegen keinen politischen Machtspielchen. Die sind ganz rational, lösungsorientiert und kundenorientiert und alles andere interessiert die nicht. Und last but not least, es sind Interimsmanager, die in der Regel Zugang zu nicht zu leicht findenden Kompetenzen, bieten. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Uwe Rembohr. Ich bin Interim Executive, spezialisiert auf Restrukturierung und auf Vertriebsthemen. Und bleiben Sie so richtig gut, wie Sie sind.